Ja, Leute, und wir sind jetzt schon fast anderthalb, also 1 Stunde 20 Minuten sind wir schon dabei. Ja, mal schauen, wie lang die Challenge noch wird. Was ich dann für Teil des, was ich für Part zusammenschneide. Normalerweise mache ich ja mal so 15 Minuten Parts, aber mal schauen, wenn die Challenge so lang ist, ob ich nicht längere Parts mache. Mal schauen. Aber wie gesagt, erstmal jetzt Ich punchen. wollte es Ihnen erst später erzählen. Ist es überhaupt dazu gekommen? So, alles klar. Manowar gepuncht. Kann man lassen. Ich hole mir jetzt noch schneller nachladen und dann geht's weiter. Erstmal das Licht angemacht mit einem Hit. Dass ich heute Morgen nicht unter der Dusche war. So. Und Leute, was sagt ihr eigentlich zu den neuen Tarnungen, die es so gibt beim Punchen? Ich finde ja, diese lilane, die sieht so verdammt pornös aus. Wirklich. Also diese lilane Tarnung ist einfach der Hammer. Ja, mit den Drachenschuppen. Wenn es die online geben würde, ich glaube, ich würde sie mir sogar kaufen, ja. Aber hier ist ja das Ding, man muss die aus der Box bekommen. Eigentlich bin ich nicht so ein Tarnung-Fetischist, aber die Tarnung sieht schon verdammt geil aus. Mein Gaumen ist nicht mehr das, was er So, war. wo ist der letzte? Ja, geht klar, die Waffe noch für Runde 31. Geht klar. Manowar ist sowieso eine richtig geile Waffe. Auch im Multiplayer. Feier ich. Mit einer meiner Lieblingswaffen hier aus, auf jeden Fall aus Black Ops 3. Oh shit. Naja, die HG40 kannst du einfach komplett vergessen. Das ist wie als würde ich jetzt mit Platzpatronen schießen. In der Runde. So, ich muss mal ganz kurz mein Schild kaputt gehen lassen. Oh. Keinen Down jetzt deswegen bekommen. Alles cool. Oh, Todbringer. Runde ist safe. Und ein Hammer. Runde ist doppelt safe. Und ein Insta-Kill. Jetzt nur aufpassen, dass ich den letzten nicht töte. Ist das der letzte? Müsste der letzte sein. Und ich habe noch über die Hälfte von der Ammo von Manowar. Naja. Okay. Ab zur Kiste. Vielleicht kriege ich ja jetzt Monkeys, so nach 60 Boxhits. Das wäre mal ganz nice. Obwohl Monkeys ja das jetzt auch nicht mehr den Braten jetzt hier fett machen. Also das Spiel jetzt noch ausmachen. Ich finde Runde 32 ist schon ganz nice für Only, ja, All Weapons Play. Okay. Jetzt noch die Bazooka und ich bin komplett erledigt. Ja, ich kann einfach nicht. Doch, jetzt kann ich in die Box gehen. Okay, die Farmers. Die muss ich mir punchen. 11 for Siege. Beste Waffe. Gibt's ja nicht. Oh doch, die gibt's im Multiplayer auch, ne? Dieser L4 Siege. Ja, müsste es, weil die haben ja die Waffen vom Multiplayer hier reingetan. Drache in der Luft.
Ja, und ich habe noch nie die Farmers gepuncht. Mal sehen, wie sie so ist. Runde 32. Mhm. Auf jeden Fall geht die Challenge schon sehr, sehr lange. Aber das muss ja auch mal sein, ja? Ich werde in Zukunft dann wahrscheinlich... In Zukunft die Challenges werden nicht so lang dauern. Oh, 90 Schuss im Magazin, das ist krass. Also in Zukunft die Challenges werden nicht so lange dauern. Wenn ich zum Beispiel No Jug spiele, dann ist ja klar, ohne Jugger. Ich meine, ohne Jugger ist der Weltrekord, glaube ich, 203 auf der Eisendrache. Aber so krass bin ich nicht, ja? Ich schaffe vielleicht mit No Jugger Runde 20. Und Leute, wie gesagt, diese Tarnung ist einfach so göttlich. Die sieht einfach so hammergeil aus. Also wenn sie die im Multiplayer bringen, das wäre so, so heftig geil. Naja, auf jeden Fall jetzt erstmal Runde 31. Ich schätze mal, zwei Runden können wir noch überleben von dem Money her. Vielleicht drei. So, der müsste hier irgendwo sein. Hier? Nein. Oder war der im Bunker? Nein. Hä? Ich hab doch gehört, wie er... Ist hier eine Barrikade? Ach, egal. Ich spiele einfach die Runden weiter. Vielleicht kommt ja eine Bonusrunde. Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Keine Ahnung. Bonusrunde 1 kam Runde 8. Nee, Runde 10 oder so. Oder irgendwie später. Dann Runde 18, meine ich. Dann 26. Ja, so 2-3 Runden. Oh, die Farmers ist nice. Die Farmers ist nice. Den höheren Runden. Aber was heißt höheren Runden? Normalerweise ist das immer noch Low Round, was ich hier spiele. Oh, Nuke. Wenn die Explosion nur etwas nice. Würde. Und ist euch auch schon aufgefallen, wie schnell hier die Zombies respawnen nach einer Nuke? Das ist richtig Black Ops 2 Style, wie schnell die hier spawnen. Ja, komm, wir können mal ein bisschen mit der A4 Siege abgehen. Weil es einfach die beste Waffe ist. Ja, darf man auch mal kein Blatt vor den Mund nehmen, also wirklich. Oh, shit. Geilste Waffe ever. Oh, shit. Ja, Leute, die Farmers gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Oh, letzten. Du hättest mich erledigen sollen, als es noch ging. Boah, Leute, diese Tarnung. Ich könnte den ganzen Tag könnte ich diese scheiß Tarnung angucken. Die sieht so geil aus. Ja, was sage ich auf zur Kiste? Das, Runde 5 haben wir angefangen, 27 Runden, 54. Mal. Let's go. Immer noch keine Monkeys. Einmal bis jetzt die Raygun gehabt, keinmal die normale Raygun. Und wir kriegen jetzt eh einen Affen. Ach, was laber ich dann, Teddy? Oh, Gorgon. Naja. Naja, schießt ein bisschen zu langsam. Vielleicht gepuncht gut. Wie will. Okay, Leute, vielleicht gehen wir diese Runde schon drauf. Was punche ich mir denn? Die Gorgon, oder? Die Weevil? Nein, die Weevil ist scheiße. Nein, nein, ich punche mir die Gorgon. Drache verlässt den Bereich. Ja. Und schade, dass man solo diese... Ach, das ist schade, dass man solo diese Animation nicht skippen kann, weil die fuckt schon echt hart ab, wenn man sie so das 20. Mal sieht. Ja, wird ein bisschen langweilig irgendwann.
Aber mal schauen, wir haben die Gorgon. Ja. Mal schauen, was wir für eine Tarnung bekommen. Ah, die rote. Die rote finde ich die hässlichste. Ja, muss ich ganz ehrlich sein. Die rote finde ich die hässlichste, weil die gab es einfach schon überall in den Farben. Ja, die gab es auf SOE schon. Auf der Eisendrache gab es sie auch schon. Auf ZNS auch. Also die rote, die gibt es ja auch im Multiplayer. Diese Ritualtarnung, glaube ich, heißt sie. Die sieht nur ein bisschen anders aus hier, aber dieses Rot ist einfach schon ausgelutscht. Wie gesagt, dieses Lilane finde ich am geilsten. Und Grün. Genau, Grün ist auch richtig nice noch, genau. Okay, das müsste gehen mit der Waffe. Ja, das müsste gehen. Bonusrunde. Keine Bonusrunde. Ja? Lol, was war das? Ach so. Okay, die brennenden Zombies, wenn die durch die Falle rennen und dann sterben, dann machen sie dir noch Schaden. Habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, geil, ich hänge hier einfach. Ja, ich hänge einfach an der Ecke fest. GG, das war's, glaube ich. Ich habe noch einmal Insta-Kill, den muss ich nutzen. Oh shit, ein Soldat. Ja, Red Screen. Oh! Insta-Kill saved mich einfach. Okay, jetzt nicht den letzten töten. Oh fuck, die spawnen noch. GG. GG, die spawnen einfach noch. Ja, da kommt einfach vor mir einer aus dem Fenster gejumpt. Oha, anderthalb Stunden. Oha, so lange habe ich noch nie eine Challenge gemacht. Oha. Ja, G fucking G, Leute. Ja, wenn ihr... Wenn es euch gefallen hat... Erstmal die Worte finden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, ein Abo da, ja. Schreibt, was ihr wollt in die Kommentare. Und ja, wenn euch eine richtig geile Challenge nochmal einfällt, ja, nochmal das Wort zum Schluss. Eine richtig geile Challenge einfällt, die man so spielen könnte. Ja, sowas wie All Weapons Play hier, die fand ich richtig, richtig nice, die Challenge. Dann, Leute, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, damit sage ich, danke fürs Zuschauen. Ich find's richtig geil, dass es in der letzten Zeit so einigermaßen schnell geht, ja, mit dem Zuschauerwachstum. ja, danke fürs Zuschauen und ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein.